Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Da sind wir wieder, liebe Freunde, und jetzt warte ich gerade noch einen Schluck, bis mein Aufnahmeprogramm endgültig abgeschmiert ist. Schaut das nicht toll aus, ha? Könnte man mit so einer Tram mitfahren. Durch diese wunderschöne Winterlandschaft, ein bisschen Smog im Hintergrund, wie es halt immer so ist. Ich fahre auch noch ein paar alte Büßlein lang. Das sind so wahrscheinlich die, die jetzt demnächst dann ihren Bestimmungsort erreichen wollen. In, was ist das? Ellingen, glaube ich. Ellingen, nicht Ellingen, Quark. Müssen wir mal schauen. Oh, das ist cool. Das sind richtig tolle Bilder. Jetzt geht es dann gleich in den transalpinen Tunnel. Mit dieser Cobra. Schön. Kommen noch ein paar Busse uns entgegen. Und wir nähern uns dem Tunnel. Wie schaut eigentlich... Ja, die Lautstärke passt nämlich. Weil ich habe letztens... nein, das wollen wir nicht. Ich habe letztens tatsächlich gehört von euch, dass ihr gesagt habt, die Lautstärke von der Musik ist ein bisschen crazy. Aber es ist verrückt. So, und was ihr unbedingt noch sehen wolltet und jetzt unbedingt auch bekommen wollt, ist die Eisenbahn. Und zwar Pferdings Leben macht ein bisschen Minus, habt ihr auch festgestellt. Die ist leider immer wieder voll. Ich sehe da einen Zug mit Größe 80 bis 100 im Angebot. Jetzt holen wir die erstmal heim, die haben ihr Soll wirklich erfüllt. Und werden gleich mal gucken, ah, warte mal, wir haben da unten noch ein Depot. Ich habe mir gedacht, ihr habt sehr viele Vorschläge, was auf Pferdings Leben eben draufkommen sollte. Habt ihr gebracht und die fand ich alle auch super geil. Aber ich habe da einen anderen Plan gehabt. Und zwar, weil ich eben sehr gute Erfahrungen mit den Dingern gemacht hatte, war es für die Pferdings Leben Bahn als Arbeitsbahn entweder so ein Pendelzug, der mir sehr gut gefallen hat. Aber der ist 1,36 Millionen, 1,5 Millionen, kann genauso viel, zieht, glaube ich, aber ein bisschen schneller an, ist richtig, oder? 3,2240 gegen 4, die ist ein bisschen schneller, das Ding. Und das wahlweise wäre aber auch noch ein bisschen, aber das, glaube ich, kriegen wir hier noch nicht ganz hin. Die 99 hier fände ich eigentlich ganz geschickt, aber was haben wir hier, 130 gegen 160, finde ich okay. Ist gekauft. Das Gerät. Pferdings Leben Bahn, auf geht's mit dir. Dann werden wir noch gleich noch einen zweiten hinterher kaufen, sobald wir den Zug ins Depot kriegen. So, ab mit dir. So, kaufen wir noch einen. Und auch mit dir, du gehst jetzt auch mal dann so allmählich auf die Pferdings Leben Bahn. Die müssen wir dann natürlich takttechnisch noch halten. Da kommen sie. Nee, da kommen sie gar nicht. Da hinten irgendwo sein, da ist der erste und hinten dran dürfte kurz danach der zweite kommen. Ah, da kommt da hinten rausgeprügelt. Und der kommt jetzt, glaube ich, aber auch auf dem falschen Gleis an. Müsste sich takttechnisch dann noch rausholen irgendwann. Ah ja, genau, der fährt jetzt richtig und dann bleibt er da auch gleich. Das bedeutet, wir warten jetzt sozusagen. Wir lassen den anderen schon losfahren. Warten, bis der oben losfährt. Das heißt, wir halten den, sobald der hier durch ist, halten wir den hier an. Ich möchte natürlich nicht das Gleis blockieren. So, jetzt ist er durch. Jetzt halten wir den an und warten, bis der im Pferdings Leben hier vollgebunkert losgefahren ist. Der muss schon ein bisschen mehr weiter sein, weil der hinten ja wieder ausgeben muss und der hat ja eben niemanden zum Ausgeben. Das heißt, den Takt müssen wir auch halten. Oh, der gute DB Regio. Wer kennt ihn nicht? Eine Augenweide, ja. Mit denen werden wir auch noch mitfahren. So, jetzt werde ich den dann loseiern lassen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und jetzt darf der wieder losfahren. Das sollte passen takttechnisch. Sollten die sich irgendwo hier treffen, wenn es gut läuft. So nach dem Signalblock. Gucken wir mal. Da kommt der eine. Da kommt der andere. Wunderschön. Die müsste mittels... Boah.
Was ist denn hier passiert? Da ist der Sack geplatzt, Freunde. 155, hätte man doch noch eine Nummer größer nehmen können. Die werden sich jetzt erstmal freuen, die Freunde. Grandios. Eine gute DB-Regio. Was sieht man denn da drin? Achso, da ist nur... Naja, okay. Ja, jetzt bunkert er sich da ein bisschen voll. Das könnte tatsächlich eine richtig coole Nummer werden. Jetzt momentan eben krass im Minus. Aber wenn der einmal ankommt und so richtig sich voll gebunkert hat, dann glaube ich, geht der ganz gut. Und der fährt hier los mit 99. Der ist rappelvoll beladen. Hier stehen dann noch ein paar. Mal gucken, ob das auf Dauer was wird. Ich denke mal fast, wir hätten noch die Nummer mit, also die eine Nummer größer für diese Route nehmen können. Werden wir aber dann sehen, ob sich das auf Dauer so hält. Ich vermute mal, wir könnten diese zwei Bahnen vielleicht irgendwann mal anders verwenden. Eventuell als Kibitzberg, also Landeckbahn. Und dann lieber die eine Nummer größer da nochmal auf die Spur gesetzt. Aber wir haben was anderes vor, währenddessen noch. Unsere Güter, wir wollen unsere Güter mal angucken. Da fährt unser Güterzug tatsächlich nämlich jeden Tag. Und unsere Güter sagen 25, sehe ich hier. Das ist noch nicht optimal. Noch nicht optimal. Wie schaut es mit der Fabrik aus? Die produziert tatsächlich schon richtig gut. Gibt aber noch mehr an die LKWs ab. Als an diese... Da hier hinten... auch zwei Güterfabriken sind, plus die Öler, hier hinten und hier, sehe ich es fast ganz günstig an. Alter Schwede. Ja, der Öler, der ist hier ein bisschen überlastet, scheint mir. Den könnte man tatsächlich auch nochmal ein bisschen verbessern, erneuern und vergrößern. Dann nehme ich gerne Vorschläge von euch entgegen. Weil der hier hat auf jeden Fall mehr als genug Öl noch vorrätig. Könnte man fast noch einen dritten. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil der halt hier durch dieses Rumgeeier um die Stadt rum immer ein bisschen bremsen muss. Das ist nicht so cool. Müssen wir mal gucken. Hinten kommt noch ein kleiner an. Huch, jetzt bin ich ein bisschen außer Takt gekommen hier. Warum auch nicht? Ah, jetzt muss der Öler hier bremsen, kann das sein? Wo ist denn eigentlich der andere Öler? Ach, der kommt hier. Okay. Ja, da haben die ja... Ja, das passt. Der bremst den anderen aus. Das ist wunderbar. Okay. So. Hier haben wir jetzt das Depot hingestellt. Das soll ja natürlich nicht auf Dauer so bleiben. Den Öler wollte ich hier unter der Stadt lang ziehen. Und hier auf das Gütergleis sozusagen irgendwo... Ich würde mal fast vorschlagen, dass wir schauen, dass wir das so weit wie möglich hier drüber ziehen. Eventuell gehen wir hier noch mit einer Brücke drüber, für den Öler itself, ja. Und gehen dann hier auf dieses Gleis gerade drauf. Sollte vielleicht möglich sein, ich weiß es nicht. Wenn es nicht geht, hauen wir sie hier mit drauf. Aber da müssen wir natürlich gucken, dass wir mit dem Öler hier sauber durchkommen. Das heißt, wir werden uns jetzt mal was überlegen. Und zwar, geldtechnisch schaut die Sache super aus. Da gab es auch viele, die gesagt haben, was, Zwerg, bist du irre? Du hast doch so schon die Kohle und jetzt willst du so ein Projekt machen. Und ich sage euch, yes, Baby, ich will das. So, pass auf, wenn wir jetzt hier drüber kommen, kommen wir nicht. Kommen wir nicht, okay. Müssen wir danach noch ein bisschen. Aber hier kommen wir drüber. Das ist bloß ein bisschen bescheuert für uns. Weil wir hier ohnehin quasi einen Bogen fahren müssten. So ist keine Option. Aber wenn wir eh runter wollen... Würde sich das hier fast so in die Richtung irgendwie anbieten. Wir müssten vielleicht so ein kleines Stück legen. Und das geht hier so natürlich nicht. Aber ich will natürlich auch so weit wie möglich hier irgendwie... Kommen wir hier irgendwie an...
Außer hier vielleicht. Hier oben ginge das Ganze, ja. Versuchen wir es mal ein bisschen aufzusparen. Also hier ist Ende. Hier mehr geht nicht. Und selbst da kriegen wir Brückenpfeiler-Kollisionen. Jetzt gerne ja schon die Betonbrücke, weil ich die cool finde. So, kommen wir hier raus. Na, das schaut blöd aus. Pass auf, okay, dann müssen wir die ganze Kiste noch ein bisschen anders bauen. Ist jetzt halt ein bisschen rumgetüftelt. Wir müssen nämlich so ein bisschen Platz lassen. Dann kommen wir hier auch anständig rüber nachher. Momentan mit 140. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Platz. Das macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt einfacher, weil ich nicht glaube, dass wenn wir hier rauskommen, wir hier in den Boden reinkommen. Oder? Ah, das geht aber ganz knapp nicht. Da ist hier dieses Teil zu viel. Okay. Jetzt kommen wir rein. Okay, alles klar. Hier kommen wir rum. Merkt schon, Freunde, das ist richtig, richtig teuer. Aber das geht. Ich will ihn so weit einbiegen, wie es irgendwie machbar ist hier. Und hier könnten wir tatsächlich wieder hochkommen. Bleib nochmal. Obwohl. Machen wir. Das Ding ist so gekauft. Und dann versuchen wir jetzt hier mal rumzukommen. Also, dass wir hier nicht rankommen, das war mir fast bewusst. Aber wenn wir hier ankommen und hier rüber gehen, ist halt blöd, dass er das zwanghaft versucht, da rüber zu leiten. Ich möchte das eigentlich gar nicht so haben, aber so wäre es ganz gut. Und dann hier drauf. So. Hier entlang quasi, an dem Teil ohnehin schon. Weil dann können wir nämlich hier gleich drauf gehen auf diese Route. Haben wir eine Kollision? Hier nicht. Jetzt mal schauen, wie weit es am höchsten Punkt geht. Die Ecke müssen wir dann quasi neu bauen. Weil die ja dann nicht mehr ganz so passt. Jetzt machen wir aber erstmal Folgendes. Jetzt versuchen wir das auf der ganzen Seite spiegelverkehrt nochmal hinzubekommen. Ist gar nicht mal so teuer. Ihr habt das so... teilweise kamen in den Kommentaren dann echt schon... wildeste Nummern raus, ja, wo ich mir gedacht habe, so teuer war es jetzt gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, was sich der ein oder andere dann gedacht hatte, was das für ein Wunderwerk der Technik werden sollte. Ich habe das eigentlich als gar nicht so teures Projekt machen wollen. So, jetzt legen wir das nämlich hier an. Der Teil kommt dann bis hier. Gut, okay. Jetzt müssen wir dann den Öler dann da drauf bekommen irgendwie. Und das wird die nächste Nummer, die ein bisschen schmuddelig wird. So, pass auf. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Jetzt machen wir das erstmal ganz easy. So rum. So rum. Und Route. Ist der verbunden? Der ist verbunden. Er hat natürlich jetzt, der Öler hat jetzt durch die Wegpunkte, die wir gesetzt haben, keinen Anhaltspunkt, wo er fahren soll. Okay. Rechts kommt dieses Teil an. Okay. Das heißt, der hier soll... Moment. Hier warten. Und das geht jetzt momentan natürlich noch nicht, weil der Öler hier noch nicht angeschlossen ist. Das heißt, hier müssen wir unbedingt auch nochmal rangehen. Die Gleisteile, die wir hier gesetzt hatten, müssen hier weg.
Hier könnten wir tatsächlich dieses eine Ausweichgleis lassen. Vielleicht hilft das uns später mal. So, okay. Jetzt müssen wir erstmal unsere Hauptroute wieder zusammenbekommen. So, zeig mal her. Schaut gut aus. Gefällt mich. So, okay. Dann kommt das Ding hier mit ran. Das Ding hier mit ran. Und dann läuft das nämlich schon mal jetzt 1A und hervorragend. Geil. So, das bedeutet natürlich, dass wir diese Ausweichroute hier jetzt so gesehen erstmal nicht mehr brauchen. Es sei denn, wir lenken darüber dann irgendwann einen anderen Zug. Aber jetzt aktuell haben wir den Öler quasi komplett aus dem ganzen Konstrukt hier rausgezogen. Der fährt jetzt komplett standalone, mehr oder weniger. Und dann brauchen wir auch nicht mehr diese Signale, die hier stehen. Die kosten nur Kohle und bringen eigentlich de facto gerade Nullinger, genauso wie dieses Wegpunkteheil hier. Auch das hier ist jetzt überflüssig geworden im Laufe der Zeit. Und hier unten diese ganzen Ausweichdinger, die lassen wir mal, weil die Gleise könnten wir ja noch irgendwann so befahren. Das hier brauchen wir auch noch. Jetzt wartet hier ein Öler tatsächlich auf... Okay. Den lassen wir jetzt verfahren. Der kommt jetzt hier an und wartet dann auch erstmal, bis der andere durch ist. Die müssen sich jetzt vom Takt her wieder völlig umgewöhnen, da die jetzt aus dem ganzen Gerät hier rausgerissen wurden. Das heißt, sobald der seine Güter abgegeben hat, müssen wir den jetzt erstmal warten stellen. Haben sich ein bisschen umgewöhnen müssen, unsere Kumpels hier. Und wie und ob das funktioniert und was weiter passiert, das und noch vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!